Manche sprechen von einem Wunder. Einem Wunder, das es noch nie gab. Noch nie da gewesen. Ja, und damit herzlich willkommen zu Immortals Phoenix Rising, der neuen Folge. Und ja, ihr merkt schon, ich bin komplett raus. Normalerweise ist meine Begrüßung ja eine andere. Also hallo und herzlich willkommen zu Immortals Phoenix Rising. Ja, im heutigen Part werden wir endlich mit der Hauptquest weitermachen. Aber bevor wir das machen, werden wir jetzt uns mal die Helden- und die Ätherprüfung ganz kurz angucken. Und dann machen wir weiter. Ich habe ja gesagt, wir werden das hier ja noch lösen oder auflösen und dann, wie gesagt, wird es in der Hauptquest weitergehen. Ich freue mich drauf. Gucken wir mal, Nachträuber, was ist da los? Sammle alle Mitternachtsfragmente aus den Nachttruhen und das dann 9 von 10. Also gibt es insgesamt 10 Nachttruhen. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, ja, eventuell gibt es da 5 oder sowas. Ja, schade. Ja, da gibt's doch 10. Alles klar, wissen wir da Bescheid. Alles andere wird sich so lösen. Die Nebenquests hier, also die Ätherprüfungen, sind abgeschlossen. Hier kriegen wir ein bisschen Goldbernstein und ein bisschen blaues Adamant. Soll mir jetzt mal egal sein, auch wenn ich damit noch irgendwas herstellen könnte, weil ich euch echt nicht nerven möchte. Und jetzt machen wir mal in der Hauptquest hier weiter. Finde die Stele von Atalante, dann werden wir mal hier hinreisen. Hier hinreisen? Hallo? Ja. Und dann von der Göttin der Weisheit zu unserem Zielort reisen. Bin ich wirklich mal gespannt, was da so abgeht, was wir machen müssen, ob wir da ein Rätsel lösen müssen. Im letzten Part habt ihr es ja vielleicht gesehen, Folge 80 oder 81 oder was es war, die ist ein bisschen vorgezogen gewesen. Also bestimmt 10, 20 Folgen zuvor ist die schon rausgekommen sozusagen, also vor 14 Tagen oder sowas ist die schon rausgekommen, da ich dort das neue DLC schon vorstellen konnte, weil es praktisch eine Demo gab, wo man die eine Quest oder eine Quest des neuen DLCs dann einmal zocken durfte. Das nur mal so dazu. Jo, dann gehen wir mal zum Zielort. Da war irgendwo eine Kiste, an der wir vorbei sind. Aber ist egal, wir machen jetzt straight away, Hauptquest. Gucken wir uns das Ganze mal an. Scheint wohl da unten in diesem Gewölbe da zu sein, in dieser Steinform. Oder doch nicht? Ja, könnte auch irgendwo da unten sein. Wir werden es jetzt gleich sehen. Mal gucken, wie es abläuft. Wir sacken jetzt gleich zu Boden. Ja, könnte doch an der Stelle hier sein. Und da holen wir uns mal die Stele, die Heldentaten. Wahrscheinlich müssen wir da gar nichts dafür tun, so wie es hier aussieht. Scheint wohl einfach nur ab. Also muss man nur abholen, sozusagen. Phoenix erreichte den Wald der Atalante, die bekannt dafür war, nicht heiraten zu wollen. Und natürlich für ihre legendäre Jagd auf den kaledonischen Eber. Mit heiraten kenne ich mich ja aus. Vielleicht hatte sie gar nicht Unrecht. Sicher sehen das deine Frauen auch so. So, und jetzt interagieren. Atalante. Erste, die trifft, erste, die handelt. Jage Atalantes Beute. Atalante. Erste, die trifft, erste, die handelt. Ja, okay. Und was soll das mit der Beute? Questbereich. Hier unten gibt es da einen Boss oder einen Gegner oder was? Das Ding da oder was? Was wollen die da von mir? Erinnerst du dich, O Zeus, wie Atalantes Pfeil der erste war, der die Haut des kaledonischen Ebers durchbohrte? Das war der Triumph ihrer Beharrlichkeit, nachdem ihr Vater sie im Wald ausgesetzt hatte und sie von Bären großgezogen worden war. Und nur weil sie ein Mädchen war. Ein Gott, ich zumindest, würde so etwas niemals tun. Frag Athena. Wenn ich auch mal zu Wort gehe. Ja, da werden wir das mal machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwas schon abgekürzt habe, weil wir diesen Eber, glaube ich, mal besiegt hatten. Dass da vielleicht irgendein Bonus, also dass wir jetzt irgendwas übersprungen haben an Quests, keine Ahnung. Wirkte auf mich im Moment gerade ein bisschen merkwürdig mit Finde die Beute und da haben wir da einmal reingehauen. Ah, hier sind noch Hühner. Könnte man sich mal merken, falls man da so eine Quest mit Hühnern hat. Das passiert ja ab und an mal. Die sind aber auch im Startgebiet, sind sie zum Beispiel. Ja, man muss sich halt, wie ich schon vor ein, zwei Folgen mal sagte, auch gewisse Orte dann halt eben merken. Jo, reiten wir mal dorthin, wo wir hin sollen. Vollbringe Heldentaten, finde die Stele von Achilleus. Ah, okay. Achso, jetzt müssen wir von jedem... Laufe ich gerade ins alte Gebiet oder was soll das? Ach, das gibt's doch gar nicht.
muss der jetzt nerven. Ja, die Geisterzonen, die Geisterverstecke, die müssen wir halt auch noch machen. Ich weiß. Aber ich kann es ja auch nicht halten. Ich kann es ja nicht schneller machen als schneller, das Ganze. Es gehört einfach zum Game dazu, dass man ein bisschen was erledigt, mal so zwischendurch. Ja, die Tränke habe ich natürlich off-Kamera auch aufgefrischt. Das sollte aufgefallen sein. Ja, hauen wir hier ein bisschen rein. Ja, die ballert in der Zeit ein bisschen ganz locker auf mich. Ist ja easy. So, hier unsere super geile Super-Duper-Kombo. Traumhaft. Soll ich mal Tränke nutzen, dass wir ein bisschen da vorankommen? Dass die immer so rumnerven müssen. Der Bär da hat es aber echt voll drauf, ne? Da geht schon einiges. Komm, hier Verteidigung, Angriffstrank. Und dann kriegen wir auch ein bisschen Gegenheilung mal. Oder sollten wir eigentlich? Ja, aber nur minimal, ne? Das ist gar nicht mal so krass. Da müssten wir eigentlich auch mit dem Equip was machen, dass man da besser heilen kann. Oder besser gegenheilen kann. So, was macht der oder die da jetzt? Greif. Das ist ein Greif, okay. Der hier einfach so rumchillt. Ja, komm, den machen wir auch noch weg. Der kann ja nichts dafür. Eigentlich wollte man den Geisterblatt machen, aber jetzt ist der halt da. Sorry. Hallo? Jawohl, der hat noch gesessen. So, und jetzt bist du an der Reihe. Was ist denn mit dir? So, hier kriegst du mal ein Vögelchen ab. Und die friert schön ein. Oder das Vögelchen friert schön ein. Und wir können dann reinballern. So, dann ein bisschen Schwert hochknallen. Ausdauer regenerieren. Oh jo, man merkt auch den Mehrschaden, den wir jetzt durch das DLC Adamant da machen. Die 5%, die merkt man schon ein bisschen. So ist es nicht. Wunderschön. Traumhaft. Hier vorne steht einfach eine Kiste, einfach mal so rum. Die holen wir natürlich mit. Wie war das mit der Hauptquest? Was ist das für ein Bär? Und was sind das für Schweine? Oh mein Gott. Oh nee. Gibt's doch nicht. Sorry, abgelenkt. Naja, wir haben schon ein bisschen Hauptquest gemacht. Also das muss man eigentlich gelten lassen, würde ich sagen. Ja, wie ich schon sagte, es gehört ja irgendwie auch zu dem Game dazu. Oh, da war was mit dem Ausweichen da. Dass man sich umguckt, dass man gewisse Sachen erfüllt und so. Ich weiß auch nicht, wie andere Let's Player das in 50 Folgen schaffen oder so. Keine Ahnung. Das ist für mich unmöglich. Außer ich mache 3 Stunden Folgen oder sowas. Schöne Combo noch gezeigt. Halbwegs schön. 40, da bin ich schon stolz. Oje, oje. Gut, die Combo-Anzeige kann man natürlich auch schön pushen, wenn man halt irgendwelche Schwerter oder Äxte nutzt, die dann halt, oder auch Rüstung, die Combo-Anzeige generell noch irgendwie aufpushen können. Gibt es hier verschiedenste Dinge, die das können. Wir hätten, wie gesagt, auch eine Schnellreise jetzt nutzen können, um schneller zu unserer Hauptquest-Eule da zu kommen. Also das Eulensymbol da oben. So, und jetzt reiten wir mal dorthin, wo wir hin sollen. Ich habe überhaupt nicht auf die Karte geguckt. Keine Ahnung, wo ich hier letzten Endes genau bin. Oh, war ja. 180 Meter. Vielleicht sollte ich doch mal auf die Karte gucken, weil bevor ich jetzt nur Quatsch mache oder so. Aber das sieht gut aus. Da vorne ist sie, glaube ich. Und da werde ich mich nachher mal wieder an der Karte orientieren. Das soll irgendwie cleverer sein. Achilleus, die Streitkräfte Trojas, ehe seine verwundbare Ferse ihm zum Verhängnis wurde. Für einen Sterblichen hat er es drauf. Wie eine Abrissbirne, doch so sanft. Er brachte einen dazu, ihm sein Herz auszuschütten. Zeus? Er war kein Gott. Aber Ehrenmänner halten zusammen. Weißt du, wie ich's meine? Mhm. Ja, ich hab gedacht, dann können wir uns gerade mal hier umsehen, wenn die uns eh noch ein bisschen zuquatschen. Truhe entdeckt, bewachte Truhe. Ich glaube, da müssen wir doch auch noch was machen, oder? Haben wir das jetzt abgeschlossen? Weiß ich schon gar nicht mehr ganz genau. Na, egal. Gut, lassen wir es mal so. Stolzer Achilleus, das Wasser des Stütz schützte dich vor allem. Doch wehe, nicht alles an dir war geschützt. Und hier wäre auch das Geisterversteck. Und hier sind Gegner und hier müssen wir irgendwas reparieren. Machen wir natürlich, wenn wir hier alles weggeballert haben. So, tschüss, tschüss. Dann geht's gerade ein bisschen ab. Aber läuft doch. Jetzt könnte ich natürlich auch wieder einen Trank nutzen, um unsere Combo da ein bisschen hochzuballern oder sowas. Aber es ist ja letzten Endes völliger Quatsch hier an der Stelle. Also dürfte ich einmal getroffen werden und hätte keine Nachteile sozusagen.
Eventuell könnte ich auch mal mir überlegen, wirklich mal so eine Gegenheilung-Rüstung so langsam anzuziehen. Eventuell, wobei, nee, hier haben wir die mehr Betäubungsdauer drauf. Noch das, oder das mehr an Betäubungsdauer drauf. Das ist natürlich auch gut. Oh, keine Ahnung, was ich da rede. Irgendwas werden wir noch machen. So, was sollen wir machen? Hier was reparieren, hier vorne wahrscheinlich, oder? Wo ist denn dem seine Statue? Ach, da oben? Na, okay. Und da fehlt ein Füßchen, oder was? Es ist der Wahnsinn, oder? Wir sind so schlau. ist da vorne jetzt... Kann ich da eine Truhe nehmen, die ich vorher nicht nehmen konnte? Nee. Da ist nur noch ein Tartarus-Gewölbe, oder... Achso, Moment mal. Ach so, triumphiere über Achilleus Prüfung. Und die ist hier vorne, oder was? Da sollen wir jetzt hin. Jetzt habe ich gar nicht genau geguckt, was da los ist. Ja doch, da müssen wir hin. Und da wäre das Geisterversteck wir hier in der Nähe. Ja, dann sollen wir wohl hier rein. Dann gehen wir mal hier rein. Oh Gott. Achilleus Prüfung. Kenne ich die? Haben wir die mal gesehen? Haben wir die mal gemacht? Keine Ahnung. Also hier über Ätherprüfung oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Klingt in meinen Ohren so bekannt irgendwie. Während des Krieges war Achilleus wütend auf König Agamemnon. Ja, ich erinnere mich. Er hat nicht mehr für die Griechen gekämpft. Mit desaströsen Auswirkungen. Aber ja, die Willenskraft von Sterblichen ist nicht zu unterschätzen. Das scheint wohl ein Arenakampf zu sein, oder? Das wäre auf jeden Fall mal ganz geil. Ich habe ja auch die Truhe da markiert schon, wo die ist. Wobei, hier ist irgendwas mit Wind oder so. Oder? Soll das Wind sein? Oder ist das nur, um die Fallen auszulösen? Ja, ist nur für die Fallen auszulösen, ne? Jo, dann macht mal was. Vögelchen, Regel, wunderschön. Ist doch traumhaft hier, gefällt mir. Was ist denn jetzt hier mit den Fallen? Da muss ich immer wieder neu aktivieren. Ja, hier sind die, hier sieht man ja schon, hier sind die, die Lichter wieder. Also es ist es ist ein Arena-Gebiet, ganz eindeutig. Man sieht ja auch die Lichter hier wieder, die jetzt langsam wieder sozusagen angehen, wenn ich hier die Gegner besiege. Ein Licht ist da jetzt, oder ein so Kristall ist jetzt halt eben an, wunderschön. So, und jetzt können wir hier einen Gegner nach dem anderen halt wegmachen. Und dann läuft der Laden. Komm, was mache ich denn da? Was ist denn hier mit der Combo? Nichts mehr. Geht gar nichts mehr bei mir. Sehr schön, geht doch. So, Ausdauer regenerieren hier vielleicht. Jawohl, wunderschön. Nächster Gegner, bitte. Ich gehe mal ein Stück zurück. Dass wir hier mal ein bisschen bessere Übersicht haben. Was ist eigentlich mit Pfeil und Bogen? Was ist damit eigentlich? Nichts mehr. Okay. Okay. Hallo, mein Freund. Nein, bleib mal ganz geschmeidig. Kassier mal ein bisschen Betäubung, dass du mich nicht noch nervst hier. Und dann können wir dich auch wegknallen, weil das ist ein schwacher Zyklop. Wunderbar, das freut uns natürlich sehr. Und das war es auch schon mit denen. Ja, das ist halt ganz easy, ne? Da haben wir keine Probleme. Achso, das war's schon. Okay. Das ist natürlich optimal. Die Truhe scheint wohl hier vorne zu sein. Bevor der Pfeil seine verwundbare Ferse traf, Prometheus. Aber sein Mut und seine Zielstrebigkeit leben weiter. So ist es. Kiste ist wohl wieder hinten dran. Da müssen wir wohl wieder so ein kleines Rätsel machen oder so. Ja, so ist es auch. Aber ein einfaches Rätsel, so wie es hier aussieht. Da müssen wir nur das richtige Timing eines Schusses finden. In Anführungszeichen. Oder halt den Schuss verlangsamen. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach geradeaus durchschießen können. Wäre wahrscheinlich gegangen, aber so habe ich mir es ein bisschen schwieriger gemacht. Ging aber auch. Wunderbar. Kiste öffnen. Kiste öffnen. Hallo? Neue Ausrüstung. Siegreicher Kopfschuss. Schutz. Kopfschutz. Kopfschuss. Kopfschutz. Alter, Kopfschutz. Ey, was ist los? Alter. Hirn off. Ui, das war natürlich sehr erfolgreich. Also generell haben wir jetzt so eine Arena gemacht. Damit können wir so eine Heldenprüfung abschließen. Dann generell, die Arenen machen immer Bock. Das ist auch schon mal geil. Wir haben die Truhe hier gefunden. Das ist schon mal mega nice.
mit neuer Ausrüstung drin und wir haben einen neuen Blitz gefunden. Das ist auf jeden Fall alles schon mal sehr, 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 sehr gut. Nachdem er zwei der Helden studiert hatte, schwirrten Phönix ihre Geschichten durch den Kopf. Er bewunderte sogar die Statue des Achilleus. Verständlich, sieh ihn nur an. Hey Achilleus, du hast sicher viel gelernt auf deinen Abenteuern, was? Oder vielleicht musstest du auch gar nichts lernen. Typen wie du und mein Bruder, ihr wisst einfach, wo es lang geht. Ja, dann ist es halt nicht einfach. Na und? Du warst nicht perfekt, aber sieh nur, was du alles erreicht hast. Und wenn Athena mich leitet... Danke, Mann. Gutes Gespräch. Ich versuch's weiter. Und du pass auf deine Ferse auf, ja? Alter Phönix, muss ich mir Gedanken machen? Was ist mit dem jetzt los? So, sind die Heldentaten abgeschlossen? Also, nee. Finde die Stele von Odysseus. Ja, gut, alles klar. Da vorne wäre noch eine Truhe, die wir noch so mitnehmen könnten. Eventuell, vielleicht, keine Ahnung, könnte sein. Ah, ja. Und, oh, da wäre noch eine bewachte Truhe. Und da wäre die Stele. Oh Gott. Ah, das könnte man natürlich sehr schön auch in der nächsten Folge machen. Die bewachte Truhe, dann die Stele. Ich guck mal noch ganz kurz hier mir das an, was wir jetzt da gefunden haben. Und zwar hier den Helm da, die siegreichen Dingens da. Was war das? Siegreicher Kopfschutz. 48% Schaden für 6 Sekunden nach Todesstoß. Füllt bei Todesstoß 200% eines Ausdauerfeldes wieder auf. Ich habe momentan diesen Helm hier, der nur Axtschaden erhöht. 12% dauerhaft. Ja, ist halt die Frage. In manchen Situationen wäre dieser Helm definitiv besser. Allerdings bei Bossen oder so ist der dann wieder besser. Ja, ich würde auch sagen, hier bleibe ich bei meiner Theorie, dass ich den mal lasse. Ich muss mir die Sachen mal wieder angucken, aber jo, das sage ich ja eh schon 1000 Mal, ne? Das habe ich ja schon 1000-fach gesagt. 36% Schaden bei voller Gesundheit ist natürlich auch nicht schlecht und 50% Betäubung bei voller Gesundheit und dann bei der Rüstung sowas auswählen, das Gesundheit wiederherstellt. Das könnte man natürlich auch machen. Ja, so irgendwie in der Richtung. Ja, müssen wir uns mal noch angucken. Da gibt es schon ganz coole Sachen. Da kann man schon schöne Sachen zusammenstellen. Vielleicht für die ein oder andere Arena oder sowas. Ja, oder halt verschiedenste Skillungen. Ist auf jeden Fall mega nice. Machen wir dann im nächsten Part. Ich freue mich drauf. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Ciao.